Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Need for Speed Underground 2. So, dann lass mal gerade nachschauen. Wir haben ja noch ein Rennen gerade gehabt. Beziehungsweise noch ein paar Sternchen. Ich würde denken, den anderen. Ich glaube, das war der nicht so funktioniert, den wir jetzt nicht hinkriegt haben beim letzten Mal. Mal gucken, ob ich es jetzt besser hinkriege. Jetzt ist hier wieder etwas Zeit zwischen den Aufnahmen. Ich habe mich wieder beruhigt. Aber ich darf mir da halt echt keinen Fahrfehler erlauben. Stimmt, und da war noch Geld. Wenn auch wohl nicht viel. Oh doch. Ich nehme das zurück. So, andererseits. Ja, also ich werde es noch einmal versuchen. Und wenn das nichts wird, dann fahren wir jetzt halt Rennen weiter. Dass wir das halt irgendwann später machen. So. Das ist halt auch sauknapp. Ist ja noch weiter weg. Ich glaube, das ist sogar... Nee, ist es ein anderes Rennen? Ja, das müsste das sein. Ja, okay, das kann ich direkt schon knicken. So, aber das ist doch echt übel. Ich brauche echt mehr Zeit für sowas. So, dass wir nirgendwo großartig anstoßen. Hydro wäre halt cool. Genau, dann ging es hier hoch. Und dann unten direkt runter. Neun Sekunden. Das ist doch nicht schaffbar. Das ist doch verdammt nochmal nicht schaffbar. Ich brauche 20 Sekunden mehr, dann geht's. Dann hätte es funktioniert. Okay, aber wir haben ja, glaube ich, hier unten auch noch einen. Dann versuchen wir mal den. Vielleicht geht das hier etwas besser. Wie gesagt, der Wagen ist eigentlich voll aufgemotzt. Vielleicht holen wir noch einen Skyline und Bolladin halt noch voll. Mit Upgrades. Aber dann erstmal will ich meine Wagen hier versorgen. Haben jetzt halt auch dadurch, dass wir im fünften Gebiet sind, alle Wagen soweit freigeschaltet. Jups. Das ist nicht schnell genug, um annehmen. 1,30. Na, das sollte machbar sein. Das hier mehr oder weniger geradeaus.
jetzt auch nicht so viel Zeit gekostet. Hier kommen wir schön durch. Da gibt es einige Abkürzungen. Das ist wunderbar. Ja, wie gesagt, der Verkehr macht halt ein bisschen Probleme, aber ansonsten. Sollte das dann gehen? Wasser Nitro mal wieder. Stimmt, ihr gebt ja kein Nitro. Dann geht bitte aus dem Weg. Gibt es hier nur von normalen Verkehrsteilnehmern. Ja, wie gesagt, das funktioniert. Das ist ein machbares Zeitlimit. Das andere halt nicht. GTI-Magazin wohl gefallen. Die nehmen dich nämlich fürs nächste Titelbild. So, sieht doch ganz nett aus. Danke fürs Geld. Ja, können wir euch gerade die URL-Rennen fahren, die hier sind. Wir sind hier bei URL-Rennen. Aber geben mir dann auch glücklicherweise gut Geld. Na, ihr seid doch schon ganz schön aufgemotzt hier mittlerweile. Okay, sogar ein Dreierrennen. Drei verschiedene Strecken. Okay, dann wissen wir, was wir die Folge hier zu tun haben. Wieder mehr URL-Rennen. Aber ja, bringt Geld. Machen müssen wir sowieso. Von daher. Aber relativ kurvenreiche Strecke hier. Das heißt, wirklich viel mit Gas geben ist nicht. Kurz Nitro raushauen. Na gut, hier können wir. Okay, na gut, das war tatsächlich verhältnismäßig lang. Dafür, dass es halt nur jetzt hier drei, also dass es drei verschiedene Strecken werden. Jetzt sind die anderen etwas kürzer. Normal waren die ja dann immerhin wenigstens innerhalb von einer Minute zu erledigen oder unter einer Minute. Hm. Ja, nicht so begeistert von der Strecke. Ein paar fiese Kurven drin. Nein, hier haben wir auch schon wieder nichts für die Zieldurchfahrt gekriegt, wenn ich mir das mal so anschaue. Dreist. So, sehr schön. Dafür hat der Power Slide jetzt funktioniert. Ja, ein bisschen stark runtergebremst, aber ich glaube, besser geht's halt hier auch nicht. So, naja, wie gesagt, Nitro spare ich mir da jetzt mal auf, wie gesagt, für die letzte Runde. Hier müssen wir eh wieder runter vom Gas. Hier auch. Die ist etwas breiter, die Kurve. Doch sehr verfranst gerade, schade. Das ging beim ersten Durchlauf deutlich besser. So, hier kurz runterbremsen und dann wieder Vollgas. So, kriegen wir jetzt? Jetzt kriegen wir wenigstens mal Nitro, danke.
die eigentlich auch direkt wieder hätten nutzen können, da ich die Kurve ziemlich verhauen habe. Ich spare mir nachher für die Strecke auf. Passt das? Für die lange Gerade. Wenn man hier außen fährt, kann man die tatsächlich mit deutlich mehr Geschwindigkeit mitnehmen, die Kurve. Cool. Ja, die geht tatsächlich auch eigentlich ganz gut. Mal kurz auf die Handbremse und dann passt das. Ich glaube, hier brauche ich gar nicht vom Gas runter. Nö. Nitro! Alles raus, bitte. Müssen wir es ein bisschen runterbremsen? Na, hätte ich mehr runterbremsen müssen. Okay. Dann ist halt hier auch die ganze andere Kurvenlage im Eimer. So, dann haben wir das zumindest geschafft. Ich glaube, dann machen wir die Folge aber auch nicht mehr viel mehr. Abgesehen von diesem Rennen. Wenn die anderen jetzt auch noch so lang sind. So, mal gucken, was das für eine Strecke wird. Vielleicht die gleich nochmal zurück. Ich glaube, es muss ganz gut sliden. Ich glaube, die ist... Na gut, mal gucken, wann die ersten üblen Kurven kommen. Im Moment geht es noch mit der Strecke. Da haben wir eine. Genau, dann kommt, glaube ich, jetzt eine etwas längere Gerade. Und die wird dann wieder zurückführen. Ja, okay, also die ist jetzt etwas kürzer, die Strecke, das ist ganz gut. Okay, da muss ich tatsächlich deutlich früher in die Eisen. So, mal gucken, ob das mit dem Slide ist, wieder so gut klappt. Jawohl, perfekt. Sogar ohne Sliden, großartig. Wenn das jetzt besser funktioniert, sehr schön. Ich habe ja noch eine Runde Zeit zum Perfektionieren. Ja, schade. Okay, das hat er wohl auch wieder als angedotzt gezählt. Schade, schade, schade. So, ein bisschen was raushauen hier zwischendurch. Aber das sollte jetzt auch nicht mehr so das Problem sein. Hier bremsen. Jetzt auf die Hand bremsen, dann kommen wir auch durch, ohne anzuhecken. Bricht mir so ein ganz bisschen zu viel aus. Genau wie hier. Okay, es wird schlechter als besser. Ich stoße zwar nicht an, aber ich verliere viel Geschwindigkeit. Ja, und wieder der weiß ich, ob ich schon mal gesagt habe, der Song hier von Ministry, der klingt sehr nach Slayer. So, dann hauen wir mal alles raus, was wir Nitro haben. Gib ihm. Ja, dadurch haben wir halt auch viel zu viel Speed hier, aber was soll's. Dann noch zum letzten Rennen.
Und ich denke, das soll es dann auch für die Folge erstmal gewesen sein. Haben noch ein UL-Rennen, aber das wird halt zu lange dauern. So, dann möchte ich gerne mal mir die Startposition sichern. Mal die Strecke angucken. Ja, man kann eigentlich ganz gut. Mal gucken, wie weit es nach hinten geht noch. Geht sogar. Okay. Aber da sehe ich das längste Rennen am Anfang direkt schon gehabt. Ist vielleicht auch nicht verkehrt, dann ist es nämlich weg. So, dann sind wir ein bisschen besser durchgekommen. Ja, hier können wir dann Gas geben. So viel wie Nitro ist ja auch nicht so. Wirklich lange Strecken habt ihr nicht eingebaut. Wie halt dann wieder eine ziemliche Kurve zum Runterbremsen. Gerade so viel Geschwindigkeit aufgebaut und dann war's das. Heißt. Gut, letzte Runde. Guck, ob ich diesmal schaffe, die Kurve zu nehmen, ohne irgendwo anzustoßen. Dafür stoße ich hier an. Naja. Wir haben Vorsprung. So wirklich viel Mühe muss ich mir nicht geben. Sieht aber schöner aus. Aber lieber so, als die Rennen alle immer 2, 3, 4 Mal machen zu müssen. Einzige, wo ich ja im Moment öfter mal fahren muss, sind die Drag-Rennen. Okay, nee, da muss ich halt viel zu extrem runterbremsen. Aber der Rest geht ja soweit. Ja, noch schneller als die zweite Tour. Naja, haben wir das soweit erledigt? Ja, wie gesagt, hier wäre noch eins. Ich gucke mal, ob noch irgendwas an Sonderrennen gerade da ist. Aber scheint mir nicht so den Eindruck zu machen. Fahren wir unten nochmal rum. Vielleicht ist auch Geld da. Das könnte natürlich auch sein. Nö, hier ist nichts. Nichts zum Rumspielen, wie mir scheint. Na gut, nächste Runde oder nächstes Mal fahren wir dann das Rennen. So, wie viele URL-Rennen sitzt denn eigentlich noch? Das, dann wird da noch eins. Oh, dünnt sich ja auch so lange aus. Ganz da oben ist noch ein Rennen, da müssen wir nochmal hochtouren. Ein Sprintrennen und wie gesagt, diesen einen Stern, der leider nicht so wirklich machbar ist. Ah, mal gucken. Wie gesagt, viel mehr aufrüsten ist ja bei dem Wagen auch nicht. Na gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.